Ja, herzlich willkommen, Freunde, zurück auf meinem Kanal, der Pfleka Fotografie. Heute Abend, nach dem Sturm, ist vor dem Sturm. Und deswegen will ich heute Abend mal schauen, was sich am Bodenseeufer alles ergibt, an schönen Motiven, die eventuell der Rhein, der sich ja gegenüber auf der anderen Seeseite von mir befindet, was der so angespült hat. Und auf der Suche nach dem tollen Motiv heute Abend, begleitet mich doch einfach und seid wieder dabei auf meiner Tour. Tatsächlich habe ich was gefunden, nachdem die Bauhofmitarbeiter bei uns am Bodensee relativ fix sind, was die Aufräumarbeiten betrifft, habe ich leider eigentlich nichts gefunden. Es war die ganze Strecke nicht ein Ast oder Baumstumpf, der abgeknickt im Bodensee lag. Deswegen habe ich jetzt hier einen Steinhaufen, dort liegt noch ein Ast drauf, den habe ich jetzt einfach genommen, um heute Abend den schönen Sonnenuntergang aufzufangen, dass ich wenigstens was im Vordergrund habe. Deswegen gehe ich jetzt her und nehme die Bilder mal hier auf, einmal mit dem Haufen im goldenen Schnitt. Der goldene Schnitt befindet sich entweder rechts oben im Bild, rechts unten im Bild, links unten im Bild oder links oben im Bild. Das ist so der goldene Schnitt. Den zeige ich euch nachher gerne mal auf. Und ich habe natürlich auch die Zweidrittelregel benutzt, nämlich ein Drittel Vordergrund, zwei Drittel Hintergrund und auch mal andersrum, ein Drittel Hintergrund und zwei Drittel Vordergrund. Des Weiteren habe ich ein Bild gemacht, wo der Kieshaufen mit dem Ast einfach nur in die Mitte gesetzt wurde vom Bild, aber natürlich auch hier mit der Drittelregel. Leute, ihr müsst euch den Sonnenuntergang einfach unbedingt angucken, deswegen ich zeige ihn euch jetzt mal. Mega, oder? Wunderschön, wie die Sonne da hinten untergeht. Einfach traumhaft. Der Bodensee und seine wahnsinnig schönen Sonnenuntergänge. Ich habe jetzt die Perspektive nochmal gewechselt und zwar einfach nochmal ein Stück weiter nach rechts gedreht von vorher und habe den Sonnenuntergang jetzt im rechten oberen Drittel nur angeschnitten und den Haufen mit dem Ast nochmal unten in den goldenen Schnitt links reingesetzt, einfach um dem Bild nochmal etwas mehr Tiefe zu verleihen. Denn vorhin hatte ich bei den anderen Bildern direkt Richtung Sonnenuntergang einfach das Ufer mit drauf und das will ich eigentlich hier. Sieht zwar auch cool aus, aber will ich hier mal nicht, sondern möchte dem Bild wirklich, wie gesagt, mehr Tiefe verleihen. Und das schaffe ich nur, indem ich mich drehe und Richtung Bodensee direkt auf den See fotografiere.
Ich habe meinen Polfilter drauf, ich habe meinen Verlauffilter drauf. Den Polfilter einmal eingeschaltet, damit man die Steine unter dem Steinhaufen und dem Ast einfach nicht sieht. Und einmal den Polfilter eingeschaltet, damit man eben ins Wasser sehen kann. Damit das Bild einfach auch nochmal einen anderen Touch kriegt. Und ich habe mein Sigma 2470 drauf, fotografiere jetzt dort mit einer Blende von 16 bis 18 und zwischen 8 und 10 Sekunden. Ja, Freunde, auch dieses Video hat irgendwann ein Ende. Das ist jetzt der Fall. Ich hoffe, euch hat das Video auch wieder Spaß gemacht und ihr konntet ein bisschen wieder was lernen und wieder ein bisschen was mitnehmen. Und ihr habt vielleicht auch ein bisschen noch was dazugelernt, nämlich einmal, dass es auch den goldenen Schnitt gibt und dass man nicht immer alles nur zentral in die Mitte vom Bild setzen muss und dass man nicht auch immer nur mit der Zweidrittelregel arbeiten muss, sondern dass es auch noch den goldenen Schnitt gibt. Der goldene Schnitt bietet verdammt viele Möglichkeiten. Man kann ein Bild damit einfach auch insgesamt interessanter gestalten. Meine Meinung, ich fotografiere so eigentlich mittlerweile sehr, sehr gerne den goldenen Schnitt, um einfach mein Motiv links, rechts, oben zu haben und dann einfach mehr mit aufs Bild draufzubringen, wie diesen grandiosen Sonnenuntergang, der heute war, und einfach dem Bild, so wie vorhin gezeigt, mehr Tiefe zu verleihen. Es gibt noch andere Techniken, die führenden Linien zum Beispiel. Die führenden Linien werden wir aber ein anderes Mal behandeln. Heute Abend sollte es nur um den goldenen Schnitt gehen und um die Zweidrittelregel und dass es wie ein Bild aussieht, wenn wir das Motiv einfach in die Mitte setzen. Schreibt es unter die Kommentare, welches der Bilder euch persönlich besser zugesagt hat, Zweidrittelregel Mitte, Zweidrittelregel ein bisschen außerhalb vom Bild oder einfach der goldene Schnitt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet und wenn ihr die Glocke drückt, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst und meinem Algorithmus damit helft. Vielleicht sieht man sich auch auf Instagram oder auf meiner Homepage mal und bei dem einen oder anderen Workshop, die ich anbiete, oder man tauscht sich auch so bei Instagram mal aus. Wäre ja schön, sich auch mal so kennenzulernen. Wenn auch mal jemand an Bodensee kommt, gerne Bescheid sagen. Ich bin immer mal bereit, auch wenn ich es zeitlich einrichten kann, mal mitzugehen und vielleicht auch so mal fotografieren zu gehen und sich persönlich kennenzulernen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Ich hoffe, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Euer Dennis vom Bodensee. Ciao.